Die Lage im Kreis Ahrweiler in der Eifel ist katastrophal. Mindestens 4 Menschen sind laut Polizei ums Leben gekommen. Die Ahr in Antweiler hat sich zu einem reißenden Fluss verwandelt. Wenige Kilometer weiter in Schuld bei Adenau sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregen 6 Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei werden noch 50 bis 60 Menschen vermisst. Gleich 4 Landkreise haben den Katastrophenfall ausgerufen. Schulen und Kitas sind geschlossen. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen des Hochwassers ebenfalls extrem gefährlich. Nach Angaben eines Sprechers des Eifelkreises sitzen in Wachsweiler 5 Leute in einem Haus fest, das komplett vom Wasser umgeben ist. Die Lage sei sehr dramatisch. Viele Orte sind weiter kaum zu erreichen.